Schauspielerin Natalie Wood erlangte schon als Kind große Bekanntheit. Ihre erste bedeutende Rolle spielte sie 1946 in dem Film »Morgen ist die Ewigkeit«. Danach war sie immer öfter in verschiedenen Filmen, darunter auch Klassiker wie »Das Wunder von Manhattan« zu sehen. Natalie Wood war noch einige Jahre als Schauspielerin tätig. Doch bald wurde sie zu alt für ihre Jugendrollen und widmete sich ihren zwei Kindern. Lange Zeit war es ruhig um die Schauspielerin. In den 80er Jahren drehte sie den Film Projekt Brainstorm. Zu dieser Zeit passierte das Unglück. Im November 1981 war Natalie mit ihrem Ehemann Robert Wagner, Schauspielerkollegen Christopher Walken und dem Bootskapitän Dennis Davern auf einer Yacht unterwegs. In der Nacht vom 28. auf den 29. verschwand Natalie von der Yacht angeblich mit einem kleinen Boot und wurde am Morgen des 29. November tot im Wasser aufgefunden. Bis heute ist nicht genau klar, was mit der Schauspielerin passiert ist. Laut des Gerichtsmediziners war sie alkoholisiert und starb durch einen Unfall sowie Ertrinken und Unterkühlung. Allerdings zweifelt daran ihre Schwester Lana Wood, da Natalie nicht schwimmen konnte und Angst vor Wasser hatte. Deshalb hätte sie nie allein einen Sprung gewagt. In der Nacht ihres Verschwindens gaben zwei Personen auf einem anderen Schiff an, Hilfeschreie einer Frau gehört zu haben. 2011, Jahre später, äußerte sich auch der Bootskapitän Davern erneut zum Tod von Natalie Wood. Er sagte, dass es in der Nacht einen Streit zwischen Natalie und ihrem Ehemann gegeben haben soll. Der ungeklärte Fall wurde im selben Jahr erneut untersucht, ohne Ergebnis. 2013 wurde ein neuer Autopsiebericht erstellt. Dabei fand man heraus, dass Natalie Wood Blutergüsse und Kratzer an den Armen, Beinen und der Stirn hatte. 2018 gab die amerikanische Polizei bekannt, dass sie sich sicher seien, dass ihr Ehemann Natalie zuletzt sah. Robert selbst stritt die Behauptung 2020 ab und erklärte in einem Interview, dass ihm erst später aufgefallen sei, dass Natalie nicht mehr in ihrem Zimmer war. Erst im Mai 2022 gab die Polizei bekannt, dass sie Witwer Robert Wagner nicht mehr als Hauptverdächtigen im Fokus hätten, da es keine Beweise im Zusammenhang mit ihm gäbe. Der Tod um die Schauspielerin wird wohl für immer ein Mysterium bleiben.